Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im Grow-Level-Up-Projekt, meine lieben Freunde. Und die Kamera ist ganz kurz aus, geht gleich wieder an. Sorry dafür. Ach, scheiße, Aquaman war DC, ja. Ach, kacke. Jetzt habe ich mich aber blamiert. Meine lieben Freunde auf YouTube, wir haben gerade über Superhelden geredet und ich habe gesagt, ich will Aquaman sein, aber wir haben über Marvel geredet und Aquaman ist DC. Ja. Ich glaube, wir haben sogar zu wenig Kartoffeln, Leute. Und ich dachte beim Ansehen, ich habe zu viel angesät. Ach du Scheiße. Ich muss gleich hier nochmal über jeden kleinen Piss gehen. Ich muss gleich irgendwie zusehen, dass wir alle Kartoffeln eingefahren bekommen. Ja, Deadpool und Wolverine kommt ja jetzt bald im Kino, ne? Oder ist schon im Kino jetzt. Den will ich auf jeden Fall gucken. Hey, Angus, komm mal vorbei, wir schauen zusammen. Ich habe einfach keinen Bock, wie so ein Nerd alleine im Kino zu sitzen. Ja, Transformers ist auch geil. Kommt hier nicht jemand aus... Es sagen aber so viele Leute, die kommen aus dem Emsland. Sollen wir zusammen Kino treffen, Alter, damit ich nicht alleine da pimmeln muss. Wer ist dabei? Hände hoch. Nächste Woche? Okay, dann warte ich noch eine Woche. Wenn mich einer spoilert, der kriegt aufs Maul. Wie heißen die nochmal von den Zombies? Ach, Zombies. Von den Vampiren und Werwölfen. Hier die Buchverfilmung hier mit den Schnöseln, die so hier einen auf Liebsverliebst tun mit der Alten, die nicht reden kann und so. Oder die so schüchtern ist. Wie heißen die nochmal? Twilight, genau. Und wie heißen die nochmal hier? Edward und... Jacob, genau, warte mal. Ey, Sophie? Ja? Team Edward oder Team Jacob? Wer ist wer? Ja, sag mal, kennst du denn etwa nicht Twilight? Nee, ich hab Twilight nie geguckt. Was, echt nicht? Nee. Das hab selbst ich geguckt, ich fand das cool. Nee, ich hab das noch nie gesehen. Okay. Ich hab nach Jahren mir mal hier Vampire Diaries angeschaut, ja, aber... Ja, ich auch durch. Bei Twilight bin ich echt raus, hab ich noch nie gesehen. Okay. Keine Ahnung, aber... Team Edward Jacob... Ich kann mich nicht mehr entscheiden, einfach so. Ich sag jetzt einfach mal Jacob. Ist Jacob ja. Der Bösere? Nee, Jacob ist der Werwolf. Ah, ja, dann... Klar, ist ja logisch. Auf jeden Fall. Ich habe Twilight geguckt und also den ersten und dann macht er da voll die Riesenszene. Du willst sehen, wie ich im Real Life, wie ich richtig aussehe und bla und blub, geht in die Sonne und fängt an zu leuchten. Ich war kurz davor auszumachen, ja. Ja, siehst du, deswegen gucke ich sowas nicht. Ich habe zuerst gedacht, oh, jetzt wird's geil, der kriegt irgendwie so schwarze Flügel, so richtig Dämonmonster, fängt an zu glitzern, ey. Er ist halt ein Mädchenfilmmensch. Ja. Boah, ist das gerade bei dir auch so übelig? Ja, übelst. Guckst du Marvel-Filme? Oder DC? Hier Batman, ja. Iron Man? Ja, ja. Ich will den neuen mit Deadpool gucken und Wolverine. Ich glaub, ist der noch im Kino? Ja, 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 der ist im Kino. Ich glaube, der ist am... wann ist er gestartet? Gestern? Vorgestern? Habe ich neulich auch Werbung zugesehen, tatsächlich, ja. Mal schauen, wir gehen halt richtig selten ins Kino.
Ich auch. Weil wir irgendwie davon jedes Mal genervt sind, so, weil wir sitzen ja dann im Kino und denken uns so, toll, wir hätten halt auch noch 3 Wochen warten können, bis das Ganze irgendwie auf Disney Plus verfügbar ist. Hätten es geil zu Hause im Bett gucken können, irgendwie ohne dafür viel Geld auszugeben, ohne andere Menschen beim Nachos knacksen und Popcorn Geschwubbel da neben einem zu haben. Ohne Scheiß, das stimmt wohl, ja. Und teilweise sogar mit besserer Qualität. Also zum Beispiel, wir haben, ich weiß nicht, hast du den neuesten Batman-Film? Hast du den geguckt? Ja. Und den haben wir damals im Kino geguckt und wir fanden ihn so scheiße. Wir haben wirklich, wir saßen im Kino und Pascal hat mich nach einer halben Stunde gefragt, wollen wir gehen? Weil wir ihn so kacke fanden, wirklich. Wir waren richtig abgefahren. Und danach haben wir halt immer, wenn das Thema aufkam, haben immer alle gesagt, was, wie könnt ihr den schlecht finden, der war voll gut. Und wir hatten einfach die ganze Zeit das Gefühl auch, dass er, also wir fanden ihn auch so grafisch so schlecht. Wir haben die ganze Zeit gesagt, das sieht aus, als wenn der Film 20 Jahre alt ist, so überhaupt nicht scharf irgendwie. Mhm. Und jetzt hat Pascal den vor kurzem nochmal geguckt und dann hat er auch gesagt, das muss scheinbar wirklich damals einfach das Kino gewesen sein, was das so schlecht hat wirken lassen. Also irgendwie ist Kino auch einfach mittlerweile qualitativ gar nicht mehr so gut, wie Fernseher zu Hause können. Ja, das stimmt allerdings. Wir haben, was war das letztens? Oben 2, kann das? Wollte meine Tochter gucken. Aber der war, haben wir dann auf Prime geschaut. Raus im Kopf, oder? Davon kam jetzt der zweite. Oder der zweite, ja, irgendwie so, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, I don't know. Ich staune nicht aus. Bist du eigentlich gleich fertig oder ist noch viel? Ich bin jetzt fertig. Okay, und wie viele Liter hast du? Das muss ich gleich gucken. Ich habe hier alles schon im Wagen, aber 40.000 wahrscheinlich nicht. Also ich habe hier bei beiden, du hast auf jeden Fall geschafft, bei beiden exakt gleich wie anzupflanzen. Wir haben bei beiden 6.300. Oh nein. Das ist zu wenig, ne? Ja, aber Herrgott, ist nicht so schlimm. Ach, alles steht Kopf, heißt der Film. Alles genau, steht alles steht Kopf 2, ja, genau, ja. Okay. Müssen wir den Mähdrescher und so zurück zum Händler bringen? Ich weiß nicht. Ich würde jetzt sagen, nö. Ja, ich habe hier alles weg. Scheiße, hätte ich noch 2 Bahnen mehr, dann hätte es gereicht, glaube ich. Hm. Aber es ist echt ein bisschen krass, ne? Weil viel vom Feld hier hinten ist ja gar nicht übrig, was nicht angepflanzt ist, ne? Ja. Also wäre echt die Frage, ob das überhaupt gereicht hätte. Das weiß ich jetzt nicht. Das bisschen, das wäre doch niemals gereicht. Ich glaube auch nicht. Wie viel brauchten wir? Wir brauchten 4.000 Liter Gerste noch und noch 3.000 Liter Weizen plus deine Kartoffeln. Ja, das hätte nicht gereicht, ne. Das hätte ja selbst wenn das ganze Feld angepflanzt wäre, niemand gereicht. War das denn zu 100% gedüngt und alles? Ja, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also hier sind überall noch so Streifen, aber der sammelt hier nichts mehr auf. Ich bin da jetzt 7-mal drüber gefahren. Ja, das, dann geht das ja. Ich sehe hier aber auch gar nichts mehr, also vielleicht ist das auch grafisch bei dir komisch. Ja. Ja, das stimmt, ja. Hm. Also es ist von der Fläche her, wird es von das Feld 7 hier wird als exakt gleich groß angezeigt. Okay. Wäre mal interessant, ob die das zusammenbekommen haben. Ja. Das Strom mussten wir nicht sammeln, ne? Nee. Gut. Ja. Sollen wir mal. Die hohe Kammer schon wieder besetzt? Ja, die hohe Kammer ist halt besetzt, ja. Das wäre aber mal interessant. Ja. Haben wir denn jetzt noch eine weitere Quest irgendwie? Oh ja. Wurde beim Ansehen auch der Tipp gegeben, dass man das Feld nicht ganz ansehen muss? Tatsächlich? War das so damals? Ja, die haben dann auch, jetzt stimmt, ja. Deswegen hatte ich auch dieses Stück gelassen, weil ich dachte, ja komm, das muss reichen. Jo, also niemals. Nicht mal, wenn wir das ganze Feld angesehen hätten, wären wir hoch. Also wäre das. Da war noch eine Notiz bei, es muss nicht das ganze Feld oder so. Das war nämlich, ja. Also ja, dann weiß ich nicht, wie das hätte zusammenkommen sollen. Wäre mal interessant, ob die anderen Teams das haben. Ja. Wollen wir schon mal in den Wartebereich gehen von der hohen Kammer? Ja, genau, da sind wieder das nächste dran. Warte, ich ziehe uns. Nimmst mich mit? Ja. Perfekt. So. So warm. Also, sollen wir die nächste Quest schon machen? Was waren das nochmal? Wir sollen gemeinsam den Händler unterstützen bei seinem Showroom.
Bei seinem Showroom? Ja. Hä, aber war nicht noch irgendwas mit, dass wir Paletten suchen müssen? Das wurde mir eben noch angezeigt als Quest. Irgendwas finde 5 Paletten auf der Karte oder so. Oder bin ich gerade lost? Nee. Hör, das wurde mir Safe Call angezeigt. Okay, also bei mir nicht, nee. Ich habe mich aber auch gerade erst wieder in mein Ding einloggen können. Okay. Ja gut, unterstützt gemeinsam den Händler bei seinem Showroom für beide. Ja, na, dann gehen wir gleich zum Händler einfach, ne? Ja. Ja, gehen wir mal hin. Gehen wir hoch? Ja. Warte, ich zieh uns. Ring, ring. Jo, Kammer, streng, guten Tag. Hallo, wir sind fertig mit unserem Feld. Die Anhänger einfach stehen lassen, wir nehmen die uns dann, kontrollieren das und dann melden wir uns bei Ihnen zurück mit dem Ergebnis. Wir lassen alles dort einfach stehen, ja? Genau, die Erntemaschinen. Oh, gute Frage. Die Erntemaschinen kommen zurück, aber die Anhänger können sie stehen lassen. Ah, ich geh wieder zurück. Aber die anderen haben es ja auch nicht hier abgegeben. Haben sie nicht? Moment, ich sehe auf der... Also die 7 ist keine Maschine, die sind schon zurückgegeben. Hallo? Ach so. Kurze Frage. Oh, Entschuldigung. Ja, bitte kurz in den Wartebereich. Summer! Die sind noch am Machen und Tun. Nee, die haben sie auch nicht zurückgegeben. Geben Sie mal einen ganz kleinen Moment, bitte. Kleinen Moment. 3 Sekunden. Jo. Und wieder warten. Ja, also ich fahre jetzt einfach schon mal Richtung. Ja. Sie dürfen alles so stehen lassen, wie es ist. Wir kümmern uns drum. Okay. Ja, super. Und dann melden wir uns dann gleich bei Ihnen mit dem Ergebnis. Jo. Alles klar. Gibt's noch weitere Fragen? Nee, wir machen jetzt die Quest mit dem Showroom, ne? Kannst schon mal abschließen machen. Ja, dann kümmert sich dann der Händler drum, beziehungsweise dann Ihr Hofbesitzer. Alles klar. Super. Ciao. Tschüss. So, dann gehen wir mal zum Händler. Ich zieh uns. Hallo. Ja. Was geht? Herr Beule. Na? Hallöchen. Oh, was hast du denn da gemacht? Komm doch mal her. Was denn? Ah. Nicht ablecken. Nee, mach ich doch gar nicht. Guck mal hier, da war der Verschluss hier von deinem Overall offen. Ja, haben wir ihn wieder zugemacht. Ach so. Okay, danke. Ja, bitte. Wie kann ich weiterhelfen? Wir wollen hier die Quest machen, ne? Welche denn? Mit dem Showroom. Wir sollen dir dabei helfen. Oha. Haben Sie denn einen Schlepper dabei? Ja, das steht da nicht dabei. Wo soll ich einen holen? Ja. Dann? Nur einen? Also nur ein, ihr müsst euch abwechseln. Ihr müsst beide leider so lange bei mir am Hof bleiben, bis fertig ist. Es könnte um Verzögerung sich handeln dann. Kein Problem. Ja, nee, nicht bei mir jetzt. Wie jetzt? Moment mal, was ist mit Verzögerung? Ja, ist keine Antwort. Ja, sie werden es gleich sehen. Okay. So, Gleit, wollen Sie denn anfangen oder? Kann ich, ja. Ja, los geht. Hier ist ein Anhänger. Und ich habe leider so einen Nacken. Ich kann den leider nicht zwischen den zwei Schleppern reinstellen. Und der müsste aber mit der Deichsel bei den Vorderreifen stehen. Was? Zwischen die zwei JCBs da oder wo? Oder wo? Ja. Achso, hier, Klaas, JCB. Einmal Klaas und JCB. Müsste der Drehschemel rein, ja. Vielleicht fangen aber sie an. Aber rückwärts einparken, ja? Rückwärts, ja. Okay. Und die Deichsel müsste genau zwischen die Vorderreifen sein. Oder wenn sie ganz hinten am Tor anstehen, dann zählt es natürlich auch. Oh je. Ja, genau. Deswegen... Warum macht ihr das? Weil ich Nacken habe. Ich habe extreme Nackenschmerzen und der muss aber unbedingt da rein. Okay. Ich entschuldige mich schon mal für alles, was gleich passieren wird. Mhm. Sollen wir dann in einen anderen Channel gehen oder wollen Sie... Weiß ich nicht. Oder Frau Kleid, wir können ja dabei einen Kaffee trinken gehen oder so. Kann nicht sprechen leider, ich muss mich konzentrieren. Ja.
Wir haben alle Zeit der Welt. Ja, die brauche ich auch. Ja. Ja, ich weiß, es ist anstrengend, deswegen habe ich um Hilfe gebeten. Weißt du, also, wenn du so Nacken hast, da gibt es so eine schöne Creme, die hilft da echt gut. Die nennt sich Teufelssalbe oder Teufelskralle oder Pferdebalsam. Oh, die kenne ich, ja, die habe ich. Ist geil, aber ne? Aber wenn sie das zu oft machen, dann kriegen sie einen ganzen roten Ausschlag am Nacken. Das stimmt auch. Und weißt deswegen, du, ich sag dir jetzt einen Geheimtipp. Ja. Wenn man ja zu viel von der Creme drauf macht, dann brennt das ja wie Hulle, ne? Ja. Da musst du Milch nehmen zum Abwaschen. Alles kein klar. Wasser. Wasser verschlimmert das. Wasser verschlimmert es? Ja, verkaufen wir bei uns im Landhandel, ne? Wo ich normalerweise herkomme. Wo kommen Sie her? Aus dem Emsland. Aus dem Emsland? Aus dem Emsland. Okay. Die Emsländer haben zwei Sachen perfektioniert. Ja. Soll ich Ihnen sagen, was? Ja, hauen Sie raus. Alkohol trinken und sich über andere das Maul zerreißen. Das können die am besten. Alles klar. Frau Gleite schaut perfekt aus. Mein Gott, du hast aber eine Peile, was Dinge reinzuquetschen. Ja, nehmen Sie sich ein Beispiel. So jetzt oder noch weiter? Noch ein bisschen weiter. Die Deichsel soll zwischen die Vorderreifen sein. Aber das muss jeder machen und deswegen. Perfekt, also so? Frau Kleid, perfekt. Jetzt nochmal abkoppeln. Jetzt können Sie es noch, dürfen Sie noch vorwärts rausziehen und dann nochmal hinstellen. Oh. Tut mir leid, Herr Beule. Sag mal, die Idee kam noch von Ihrem Kollegen, oder? Wer die Idee gehabt hat, den gebe ich jetzt nicht preis, den Namen, weil ich weiß, Sie mögen das nicht. Kann ich einfach so stehen bleiben, oder? Da wo er gestanden ist. Ach, oder? Komm, jetzt sei doch nicht so. Du weißt doch ganz genau, dass ich da eine Beeinträchtigung habe. Herr Beul, es tut mir leid. Und mein Grinsen ist zwar jetzt gerade recht groß, aber es tut mir trotzdem so leid. Passt, Frau Kleid. Passt. So? Oh. Okay, Entschuldigung. Stefan. Ich stecke hier fest. Oh. Danke, Herr Beule. Ja, bitte. So. Mit Ihrem Feld, das hat sich geklärt, alles abgeerntet. Ja, aber ich frage mich, wie wir hätten bei dem Feld auf die geforderten Mengen hätten kommen sollen. Ja, das war eben der Test. Ja, aber also ich glaube, selbst wenn das gesamte Feld angesät gewesen wäre, selbst, und es stand ja damals sogar in der Quest, dass das nicht nötig wäre, wären wir nicht auf die geforderten Mengen gekommen. Also uns fehlen 4000 Liter Gerste, 3000 Liter Weizen und ein paar Kartoffeln. Okay. Also ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass das hätte zusammenkommen sollen. Deswegen wäre auch mal interessant, wie es bei den anderen Teams ist, ob das bei denen ankommt. Ich glaube, damals war es so, sie hätten sogar düngen dürfen und alles. Sie hätten das ja komplett bearbeiten müssen. Da müsste man jetzt den Questlog nochmal genauer lesen. Aber ich glaube. Also ich weiß, Unkraut gespritzt wurde, das habe ich gemacht nämlich. Mhm. Düngen weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, das ist schwierig. Herr Beule, das wird. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass sie düngen hätten dürfen, aber ob es gemacht worden ist, da bin ich mir nicht sicher. Okay. Müssen Sie Ihre Stimmen im Kopf mal fragen. Wenn Sie sich dran erinnern können. Ist halt schon länger her. Hm. Kriegen wir mehr Punkte, wenn es schneller geht oder so? Wie bitte? Kriegen wir mehr Punkte, wenn es schneller geht? Was schneller? Ja, das Ding da reinknallen, was meinst du denn? Den kriegen Sie so, also bitte probieren Sie es nicht aus, es soll schon mit Gefühl reingeschoben werden. So, ich muss das anders machen. Wir haben so viel Zeit, wie Sie brauchen. Ich kann das vorwärts nicht. Oha. Rückwärts einparken. Mit Drehschema. Also ich nehme das auf, ich habe da Dashcams extra oben installiert. War mir klar. Und dann wird es wieder beim nächsten Discord-Call wieder gezeigt, ne? Ja, ja. Und sich kaputt gelacht. Ich hoffe nur, dass das nicht veröffentlicht wird, dass jeder anschauen kann. Darf ich rausgehen? Telefonieren dürfen Sie, ja. Okay, nur Sie müssen nur da bleiben. Gut, dann bin ich mal kurz weg. Ja. Oh.
Oh, wieso? Wieso macht ihr das jedes Mal mit mir? Ich tue euch gar nichts, so. Ich bin eigentlich voll korrekt zu euch, so. Ich lasse euch in Ruhe, ihr lasst mich in Ruhe. Aber jedes Mal müsst ihr mich ärgern. Aber ich habe da letztens... Lass uns mich überlegen. Ich glaube, das war ein Herr Pech. Ich glaube, der hat sich so gefreut, dass er der King des Drehschimmels ist. Mhm. Deswegen, ist schon etwas länger her, aber... Deswegen habt ihr das auch gemacht. Er hat sich einmal gefreut, dass er da was hingekriegt. Weißt du, was ich jetzt mache? Leck mich am Arsch. Ohne Scheiß, nee. Weg da. Ohne ja? Kack. Ey, ohne aber. Witz. Ich raste hier aus. Das, also, ohne Kack. Also, da werden ganz nervöse Züge jetzt gleich fertig. Das sage ich dir so, wie es ist. Und wenn hier... Also, nee. Der einfach Beule, nee. Es tut mir einfach so leid. Nee, das tut ihnen gar nicht leid, das weiß doch, ich gar nicht. Nein, doch, sie nein. Sitzen da lachend davor und denken sich so, spassig. Dass ich lache, das stimmt, das würde ich nicht mehr abstreiten, aber ich lache sie nicht aus, sondern, ja. Habe ich noch eine Fliege hier drin, die geht mir richtig auf die Eier jetzt. Also, oh, Kack. Ich habe darauf echt keinen Bock mehr. So, da bin ich wieder. Bockleid. Wir müssen gleich in die Ruhekammer. Guck mal, sehr gut. Du hast es doch. Einfach reinschieben jetzt den Bums. So? Reicht das so oder muss das weiter? Muss noch ein Stück weiter. Drücken Sie ihn rein. Ja, sehen Sie. Jetzt ist er drin. Kannst du absetzen jetzt? Ja, so ist doch gut. Gott sei Dank, ey. Ohne Scheiß. Ich bedanke mich bei Ihnen zweien. Sie können gerne Ihren Hofbesitzer anrufen, dass Sie beide professionell die Quest erledigt haben. Okay. Perfekt. Super, dann danke Ihnen. Zur hohen Kammer, oder was? Jo, genau. Tschüss. Hallo. Ring, ring. Achso. Guten Abend. Hallo. Hallo. Ja... Herr Kraus, aber Sie sind da beschäftigt, ne? Mhm. Okay, gut. Wir haben uns letzte Woche zusammengesetzt bezüglich Ihrer Kuhstelle. Ja. Ja. Die müssen da weg. Hä? Habt ihr Lack gesoffen? Jetzt mal ganz ernsthafte Frage. Wir sind vorher bei euch gewesen, haben gesagt, so und so und so und so und so. Ihr habt gesagt, dahin pflanzen. Jetzt haben wir es dahin gepflanzt und jetzt soll das da weg. Also jetzt kriege ich Plack. Ohne Scheiß. Also jetzt platzt mir der Arsch hier weg. Wir waren bei euch. Die restliche Kammer, weiß das jemand von euch so? Mir war das nicht bekannt. Ich hab sogar noch gesagt, Leute, das ist doch unproduktiv, wenn wir das so machen. Macht das. Dürft nicht versetzen, muss dahin. Ja, jetzt sitzt es da und jetzt wollen wir es wieder ändern, oder was? Ja. Wenn wir das jetzt abreißen und wieder neu, dann sind unsere Kühe nicht mehr auf 100%. Ihr kriegt alles erstattet. Ja, das ist mir doch scheißegal, ob wir das erstattet bekommen. Aber die Tiere sind eh nicht mehr auf ihre Produktivität. Das heißt, wir müssen die wieder hochballern und das dauert auch wieder Zeit. Da sind wir ja wieder zurückgesprungen. Nee, Leute, nein. Ist mir scheißegal, wie ihr das macht. Nee, Real Talk jetzt. Wir waren bei euch, haben gesagt, so und so mit und so. Mit wem? Bei der Hohen Kammer, keine Ahnung, mit wem ich da gesprochen habe.
Da war mehrere Leute dabei. Also nur kurz, es geht euch um den Fakt, dass die auf den Weg raufreichen wahrscheinlich, oder? Richtig. Nein, das haben wir nicht besprochen. Ja, nein. Und unser Feld zerstört wurde. Was, euer Feld zerstört wurde? Naja, südlich, also der, ihr habt das ja an der Feld 69 und da ist, sind Schäden an der Ernte entstanden. Achso, okay. Das ist auch einer der Punkte. Achso. Ja, also wir haben damals angesprochen, dass wir es gerne auf unseren Hof bauen würden, was halt nicht möglich war vom Platz her und deswegen haben wir es dann dorthin gebaut. Aber wir haben das nicht mit dem Weg abgesprochen, das stimmt schon. Was sollen wir machen? Sie jetzt einfach wegreißen? Wir hatten das ursprünglich so besprochen, dass die alternativ irgendwo auf einem anderen Feld, wo mehr Platz ist, hingesetzt werden und ihr kriegt alles erstattet. Futter, was drin ist, Milch, die drin ist, ja. Die Kühe müsst ihr euch dann halt nochmal neu reinsetzen mit dem 100%, dass die halt wieder angefüttert werden müssen. Klar, ist ein Punkt, aber das, ja, schwierig, das so irgendwie auszugleichen. Ja, und jetzt sollen wir ein Feld von uns jetzt noch benutzen, was wir eigentlich für Ernte benutzen, oder wie? Naja, ist ein... Alternativ hatten wir noch die Überlegung, dass ihr Feld 69 kauft und die beiden weiter nach vorne setzt. Ja, da müssen wir einen Punkter wieder rein. Ja. Ja, ganz im Gegenteil, ihr müsstet sogar zwei setzen. Ja. Nee, drei, warte, Moment, drei oder vier sogar, weil das ein zwei Feld Kategorie 2 ist. Okay. Ja, dann gibt uns die Punkte extra, machen wir eben, kein Problem. Ja, Punkte extra, alles klar. Ja, wie sollen wir das denn machen? Das ist ja gar nicht in unserem Plan gewesen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ganz ehrlich, ich scheiß drauf, reiß die Dinger weg, es ist doch kackegal, wirklich. Worüber diskutieren wir hier? Okay. Essen bitte. Ja, dann machen wir es so. Gut. Danke, tschüss. Schafft ihr das? Ja. Schaffen wir. Okay. Das ist ein Zahlenbusch, ne? Milch und Futter und so. Genau. Bitte aufschreiben. Ihr kriegt dann, wie gesagt, alles wieder zur Verfügung gestellt und damit ihr wieder aufhören könnt. Ja. Freezy, ich sag's dir ehrlich. Ich habe gerade erwartet, dass sie uns anrufen, weil sie sagen, wir kriegen irgendwie XP oder so, weil das ungerecht war von vorher. Ich habe wirklich, ich schwöre dir, ich habe damit gerechnet. Ja, und jetzt? Ja, ey, ganz ehrlich, reiß weg. Für mich müssen wir die nicht mal neu bauen. Das ist mir, ich bin so sauer gerade, ich bin so ein Wutheuler, ne? Ich kann gerade heulen, wirklich, ich bin so ein Wutheuler. Also das finde ich jetzt auch nicht okay. Es ist mir egal, reiß sie weg. Ich brauch sie auch nicht. Es ist mir auch kackegal, ehrlich. Ja. Ja. I don't know. Also schreib dir auf, wenn du möchtest. Ja. Milch und so. Ich schreib's auf. Ich brauch's nicht. Reißt du sie ab oder also ich? Ja, ich mach schon. Ich mach. Okay, cool. Hallo. Ja. Ja, der Krause hier. Jo. Von eurem Feldversuch. Ja. Ja. Ich habe noch 144 Punkte XP gut geschrieben. Okay. Ja, ihr habt die Zahlen, also die Gerste habt ihr um 3692 verpasst, den Weizen um 3062 und die Kartoffeln um 11104. Und durch den XP-Abzug, weil es nicht genau war, habe ich noch 144 Punkte gut geschrieben.
Okay, ja. Ja? Ja. Ja. Gut. Jo. Guten Tag noch. Euch auch. Ja, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Ich will keinen Stress oder so verursachen, aber das hat mich jetzt getriggert, bin ich ganz ehrlich. Da bin ich jetzt ein bisschen... Ja, okay, in dem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und ja, wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!